Oh, Revolution des Volkes. Soll ich den Versammlungsfreiheit geben? Den Leuten? Ich weiß nicht. Weiß nicht, ich weiß nicht. Verliere dadurch 50 Autorität. Meinungsfreiheit ist noch schlimmer. Also, so aus der Sicht gesehen. Dann machen wir Versammlungsfreiheit. Ja, das geht wahrscheinlich durch. Und ich habe meine Ruhe. Oh, wir müssen Regierungsgebäude stark aufpeppen. Machen da gerade wieder Bürokratie. Totales Minus. Zwanzigtausend Arbeitslose hier wieder. Was? Internationale Telefonvermittlung. Es wurde vorgeschlagen, dass eine grenzübergreifende Telefonvermittlung mit den Vereinigten Staaten von Amerika eingerichtet wird. So können wir unsere Beziehung leichter verbessern. Ich glaube nicht. klingt großartig. Ja, warum denn nicht? Dann könnten wir auch irgendwann mal mit denen reden, ob wir nicht die Vereinigten Staaten einfach übernehmen sollten. Vor allem sind die... Vor allem wären die als Verbündete ja nicht schlecht. Na, da hättest du schon mal jemanden im Rücken, der noch mal ein bisschen mehr militärisch drauf hat als wir. Falls Deutschland doch mal auf doofe Ideen kommen soll. Oder Frankreich glaube ich eher nicht. Und Hochschule in Holland gebaut. Guck mal da, wir haben doch jetzt alles. So. Filmkunst. Okay. Die Versammlungsfreiheit geht halt sowas von durch. Da muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Es wurde vorgeschlagen, dass wir grenzübergreifende Telefonvermittlung mit Deutschland eingerichtet wird. Ja, können wir auch machen. Das sind so alles so Länder, mit denen ich auch gar keinen Stress will, weil die überlaufen mich, wenn sie böse werden. Und deswegen Deutschland, Amerika, so. Sieht's hier mit dem Strom aus? Kommen wir damit klar? Nicht mehr lange neu bauen. Oh, direkt zweimal. Da muss auch nicht mehr subventioniert werden. Muss auch nicht mehr subventioniert werden.
Wie sieht es hier mit dem Öl aus? Immer noch Bombe. Immer noch erhöhen, gar kein Problem, weil einfach so viel wert. Die neu gegründeten Parteien. Liberale Partei. Hatten wir doch schon mal. Was ist denn jetzt los? Warum ist das jetzt so besonders? Was passiert? Wir hatten doch schon ein paar Mal eine liberale Partei. Ja, wir haben wieder richtig Geld. Das heißt, der Bausektor wird nochmal erhöht. Wow, 5. Reicht. Jetzt sind wir in so einer Schleife, wir können immer mehr pushen. Nicht genau das, was eigentlich ja diese viktorianische oder das Industriezeitalter hatte, ne? Man konnte irgendwann, wurde nur noch gebaut. Ja. Wir sind genauso. Wir haben genau den Weg eingeschlagen, dass es so wird, wie es heute ist. So, Versammlungsfreiheit ist sofort aktiv. Heißt, ein bisschen weniger Kontrolle über die Menschen leider. Aber wenn man hier in dem Spiel keine Autorität dadurch verlieren würde, wäre mir das auch relativ egal. Hätten wir das schon lange. Wir haben 1893 immerhin schon Telefone, aber keine Versammlungsfreiheit. Versammlungsfreiheit. Freiheit des Denkens. Oder Erfolg. Der Gedanke, das Wort und das Ideal. Diejenigen, die mutig und frei denken wollen, finden in den Vereinigten Belgischen Staaten zunehmend einen der sichersten Orte, um ihre Ideen zu ergründen. Fügt dem Journal der Vereinigten Staaten der neue Koloss hinzu. Und Zuschauer? Nee, dann der Durchsatz für Unis sehe ich auch so. Noch mehr Bildung kann nicht schaden. Wenn die alle blöd sind. Der Koloss. Krieg im Schlamm. Ich will keinen Krieg. Würde mir jetzt alles kaputt machen. Oh, die Elektrofabrik ist fertig. Was haben wir denn da? Funkentfernerproduktion. Können wir da hier gar nicht machen. Und Gummi. Und Duras hat aufgehört, ihre Beziehung zu verbessern. Wir haben nur noch 2,5 Millionen Radikale. Es geht komplett runter. Super. Minus 1,25 Millionen pro Woche. Pro Monat. Weiß ich nicht. Aber es geht genau in die Richtung. Jetzt haben wir es hier wieder bald komplett friedlich. 5 Monaten ist der Staat auch inkorporiert. Guck mal wieder in Afrika. Das vergesse ich jedes Mal. Meine armen Afrikaner hier unten. 21.000 Arbeitslose immer noch. Ja. Wie sieht es mit Strom aus? Da kommen sie mit aus. Noch. Möbel, so viele brauchen die gar nicht. Werkzeug werden die wahrscheinlich. Werkzeug ist immer zu wenig. Brauchen wir ruhig mal 2. Mehr Arbeit für die Leute hier. Waffenfabriken. Nichts, was wir gebrauchen. Hier kommt Kunsthochschule. Wir sind mal so nett. Ich sollte die auch haben. Start. Ein Arbeitsloser, ja, das lassen wir ruhig so. Hier sind 4 Arbeitslose. 13. 1100. Ja, hier scheinen sie auch alle gern hinzugehen.
Ach, Chemiefabriken gerade gebaut. Hervorragend. Haben wir das ja da gerade auch fertig. Vielleicht. Bei immer. Und da. Hier außen. 95 Arbeitslose. Ja, wir haben auf jeden Fall zu wenig Leute hier, sonst. Wir hören den Hafen mal ein bisschen. Und bauen eine Eisenbahn hier hin. Bongo. 23 Arbeitslose. Damit können wir leben. Gehen wir wieder hoch. Können die beste Kunsthochschule der Welt haben, wenn wir die noch mal zweimal aufrüsten. Da habe ich Bock drauf. Ach, das ist noch alles am Bauen. Hier läuft alles gut. Da läuft alles immer noch nicht ganz so doll. Wir scheinen auch immer mehr Einwohner zu kriegen und dabei immer noch die Radikalen sinken wie im Sinkflut. Richtig cool. Richtig gut so. Dann könnten wir uns die restliche Niederlande doch bald vielleicht noch holen. Ich glaube, die wären glücklich darüber. Nein, nicht, aber wir hatten noch mal ein bisschen Holz, was nie verkehrt ist. Ja, das wird jetzt alles fertig noch. Ein bisschen was auf einmal fertig geworden. Was sagen denn jetzt die Gesetze, die wir Meinungsfreiheit. Weiß ja nicht. Arbeitsschutz. -60% gefährliche Arbeitsbedingungen. +30% Mindestgehalt. Ordnungsausschüsse. Arbeitsschutz könnten wir machen. Die Industriellen sind gegen Arbeitsschutz. Und Grundbesitzer auch. Streitkräfte sind dafür. Landbesitzer sind auch dafür. Dann machen wir Arbeitsschutz. Südstaatliche Migration in Wallonien. Es ist klar, dass die alle nach Belgien wollen. Das floriert ja auch beispiellos, will ich ja nochmal kurz so sagen. Wir müssen bald China mal eingeholt haben. Wo ist denn jetzt hier? Was ist denn hier los, China? In Sachen Bruttoinlandsprodukt. Nee, die steigen auch ziemlich krass. Aber die Deutschen sind ein bisschen krass, aber dafür sind die noch 50 Millionen weit weg. Die Franzosen, ja. Da ist ja Hopfen und Malz verloren. Ist das schön, wie das hier gerade läuft. Wenn es einmal läuft, ist dieses Spiel weniger stressig als Crusader Kings 3, weil in Crusader Kings 3 zu jeder Zeit irgendwas passiert, damit es stressig wird. Und hier kannst du es, glaube ich, wenn du es gut machst, friedlich spielst, nicht unbedingt die ganze Zeit Kriege vom Zaun brichst, ein sehr ruhiges Leben haben in dem Spiel. Das ist so der Unterschied, würde ich sagen, zu Crusader Kings. Und Crusader Kings ist dabei aber auch ein Traumspiel. Ich liebe es. Möchte eigentlich auch unbedingt mal wieder spielen, aber ich habe keine Zeit. Ein Bolzenrepetiergewehr hat einen Bolzen, ach so, mit dem man manuell die Patrone in den Lauf ein- oder ausführt, wodurch eine verlässlichere und stärkere Waffe entsteht. Waffenfabriken und
Automatisch Maschinengewehr. Okay. Waffenfabriken. Habe ich die überhaupt überall? Das sind die, die nicht laufen. Bolzenrepetiergewehre. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser, aber unsere Waffenfabriken sind wirklich so die. Ja, Schrott. Kann man nicht anders zu sagen. Ich glaube, wir haben sonst auch gar keine Waffenfabriken. Wir haben nur zwei. Und die laufen auch schon nicht. Auch einfach zu wenig. Wir haben halt auch nicht viel Krieg. 70.000 Arbeitslose in Flandern. Warum? Alter. So, Werkzeug wird jetzt mal richtig gepimpt. Motoren brauchen wir nicht pimpen. Jetzt wird richtig, jetzt, ja, jetzt wird hier richtig gepusht in Flandern. Marinebasis, können wir auch mal ein bisschen bauen. Da wird noch gebaut. Oder haben wir die Lebensmittelfabrik nicht genommen? Das ist ja eine Frechheit. Öl ist auf Maximum. Mehr kriegen wir hier nicht mehr. Wird auch alles gerade ausgebaut. Elektrofabriken, Munitionsfabriken, Stahlwerke. Hochschule sollt ihr auch haben. Radikalen sinken weiter. Es ist gerade ein Träumchen hier, muss man sagen. Doch, das Sololand ist auch nicht mehr im Aufruhr. Es ist nicht im Aufruhr. Oh, zum Glück. Können wir uns konzentrieren, dass die hier das Problem mit der Arbeitslosigkeit in den Griff kriegen. Die kriegen auch eine Kunsthochschule. Das scheint im Moment ziemlich modern zu sein. Da ein bisschen. Ach, machen wir ja gerade schon. Ja, halt plus zwei. So ist es. Jetzt 2000 Arbeitslose. Hier ist schon wieder alles ein bisschen schlimmer. Aber nicht stoppen. Yeah. Also hier läuft es gerade eigentlich ganz gut. Hier ist unser Land ja riesig schon. Durch die Kolonien. Mehr Gold. Oh. Wir haben hier den Eisenbahntransport nicht eingestellt. Da, was ist denn hier falsch gelaufen? Was haben wir denn hier nicht gemacht? Automatische Bewässerung. What the fuck? Wir gleich mal hier auch gucken, ob wir genug Eisenbahn haben. Ne, haben wir nicht. Die Eisenbahn ausgebaut. Motorwerke werden gerade ausgebaut. Internationale Telefonvermittlung mit der Britischen Republik, das ist auch okay. Was? Liebter Dramatiker spricht Rede. Inmitten der Debatte über ein neues Gesetz, Arbeitsschutz, hat einer der führenden Dramatiker des Landes, der eng mit der Interessensgruppe Gewerkschafter verbunden ist, ein nahezu durchgängig gefeiertes Stück zur Aufführung gebracht. Dessen politisch aufgeladener Inhalt macht kein Geheimnis daraus, dass ein Verfasser sich wünscht, das Gesetz möge verabschiedet werden. 10% Erlassung. Einige Menschen erhalten dauerhaft plus 20 Prestige. Oh.
Das ist ja geil. Na, egal, machen wir. War jetzt sehr uneigennützig entschieden, muss man ja mal sagen, an der Stelle. Ich würde sagen, wenn jetzt die oder der Aufruhr sinkt hier auch immer weiter. In dem Krieg? Nein, Neutralität erklären. Jetzt kriegen die Franzosen schon selbst hin gegen Isaak. Bekämpfen. Verbrauch. Mal wieder den Strom abchecken, der überall reicht. Das war mir eine Lehre, wo das einmal so eng war, überall. Will ich nie wieder zulassen. Aber genug Strom. Ah, da wird gerade aber auch ausgebaut. Sind nur noch zwei Staaten im Aufruhr. Das heißt Transvaal auch nicht mehr. Nee. Hier der Freistaat noch. Übersicht. 35% auch gut. Das heißt, wir können sehr bald damit rechnen, den Rest der Niederlande vielleicht doch noch liebevoll zu erbitten. Die Loyalisten steigen halt auch massiv. Kolonie wächst weiter. Oh, wir können noch eine Uni bauen. Auch gut. Werke braucht jeder, Chemiefabriken braucht auch jeder. Was denn hier los? Das Land ist ja komplett. Was habe ich denn hier? Hier habe ich ja alles verpasst. Werkzeugfabriken brauchen die ebenso. Kasernen ausbauen. Man weiß ja nie. Das wird hier auch langsam ein bisschen mehr, aber immer noch nicht wirklich gut. Zucker ist halt viel wert, aber wir brauchen eigentlich mehr Nahrung. Rudeland noch 13.000 arbeitslos. Wie sieht es hier mit dem Strom aus? Motoren haben wir immer noch zu wenig. Einmal. So. Filmkunst fördern abgeschlossen. Oh, warte mal. Hier geht es schon wieder ab. Das bewegte Bild. Die Erfindung von Aufnahmegeräten und die Einrichtung von Lichtspieltheatern überall in den Vereinigten Belgischen Staaten haben dazu geführt, dass sich eine aufkeimende Filmindustrie etabliert. Vereinigten Staaten erhält plus 5000 vor Massenpropaganda. Nee. Intellektuell. Ja, nehme ich lieber das, weil neue Techniken sind immer gut. Und das hier Kriegsgewinnler. Pazifisten unter der Führung von Bojewin des Mantes protestieren gegen die Waffenproduktion in Flandern. Nein. Nein, wir werden das nicht stoppen. Ist ja da was mit Industrie zu tun, ne? Wir sind im Industriezeitalter. Wir stoppen da dann keine Produktion. Gar keinen Sinn.
Ist leider so. Macht keinen Sinn. So, die Aufruhr sinkt weiter. Jo, 25%. Oh, wir haben es fast. Wir haben es fast komplett wieder in den Griff. Wir haben jetzt von 19 Millionen Menschen nur noch 2 Millionen Radikale. Das ist immer noch zu viel. Aber damit kann man leben. Fabriken scheinen auch Geld zu bringen. Dann machen wir das. Wir haben jetzt das Gesetz Arbeitsschutz. Warte. Wird ja immer besser hier. Die Leute fühlen sich irgendwann wohl bei uns. Das geht ja auch nicht. Wir müssen da irgendwas machen. Armengesetz. Gehaltssubvention. Noch mehr Sozialhilfe. Nee. Das wollen wir aber nicht. Sonst kommt Polen. Sklavereiverbot haben wir auch schon. Brauchen wir Grundschulpflicht haben wir ja. Da kommen wir auch nicht mehr. Private Krankenversicherung. Wohlfahrtskrankenhäuser. Das Gesetz Wohlfahrt würde dem Gesundheitssystem Folgendes geben. Plus 40 politische Stärke. Nee. Nicht für die katholische Kirche. Nee. Öffentliche Krankenhäuser. Jo. Das will ich haben. Minus 20 Industrielle. What? Die gehen von plus 15 auf minus 5. Die Möge hassen mich auf einmal, nur weil ich öffentliche Kranken... Ach, eine öffentliche Krankenversicherung will. Sag mal, haben sie denn noch? Ja, mega scheiße. Privatschulen, öffentliche Schulen. Ist das was Gutes? Bildungszugang plus 50%. Das ist was Gutes. Ja, damit kann ich leben. Okay, öffentliche Schulen jetzt als Gesetz verabschieden. Das ist fantastisch. Wir haben nur noch einen Staat im Aufruhr. Oh meine Güte. Richtig, richtig gut. Alles am. Wir haben 76.000 Arbeitslose. Ich kann das nicht nachbauen, so schnell wie das wieder. Vielleicht ist das auch ein Luxusproblem, weiß ich ja nicht, aber. Wird subventioniert. Aber genug Glas? Nicht mal im Ansatz, okay. Zweimal. Wie sieht es mit den Werkzeugen jetzt aus? Wir haben bald genug Werkzeuge, das ist ja der absolute Shit. Hier Fabriken. Wir haben zu wenig Hartholz. Nur noch da unten, die sind radikal. Im Aufruhr meine ich. Nur noch die hier. Aber es sinkt auch. Hafen mal was ausbauen. Hier wird gar nichts gebaut. Das geht ja auch gar nicht. Oh, 11.000 Arbeitslose. Meine Güte.
gerade alles gebaut. Hier wird gerade wieder nichts gebaut. Ne? Das Land hier boomt komplett. Oh. Und da können wir. Kaffee. Haben wir genug Fleisch? Also wir machen einmal. Einmal Kaffee und einmal Viehhöfe. Nee, wir brauchen einfach erstmal Nahrung. Also wir machen jetzt Hirsefelder und Kaffeeplantagen einmal höher. Okay. Alles am Laufen soweit. Wird auch langsam größer. Hier auch eine Kaserne hin. Ja, ist wie gesagt auch sicher. Ach, eins ein. Eins acht. Tausend Arbeitslose hier schon wieder. Das noch. Jander möchte einen Verteidigungspakt mit uns eingehen. Nehmen wir natürlich an. Arbeitslose. Hier geht's komplett. Wenn wir jetzt hier. Noch fünfmal. Affen. Liegt das daran, dass ich jetzt hier immer mehr Einwohner kriege oder was? Weil das ist ja echt nicht mehr zu stemmen hier. Eins, zwei, das können wir ausbauen, das können wir nochmal ausbauen. Und gleichzeitig können wir nochmal den Bausektor erhöhen. Akademische Unterstützung. Die Lehrer unserer höheren Bildungseinrichtungen haben angeboten, die Regierung bei der Umsetzung des neuen Gesetzes öffentliche Schulen zu beraten. Nein. Öffentliche Schulen sind schon mal gut. Und wir können jetzt hier langsam. Ne? Holland. Haben die überhaupt noch Verbündete? Verteidigungspakt mit Dahomey. Dominion. Personalunion Luxemburg. Das ist nicht schlimm.
ist schon wieder Geld los, wenn das geht überhaupt nicht. Goldreserven, die steigen halt immer weiter hoch. Was soll ich da tun? So. Nehmen wir da noch was aus. Militärgehälter geben auch mehr aus. Maximum. Mehr geht nicht. Ich kann den 10.000. Ich kann denen eine Steuerbefreiung geben. Das war das Beste. Mit dem Öl und mit den Goldfeldern da in Afrika. Da sind wir so im Wohlstand so nach oben gegangen. Wir haben 5,2 Millionen Loyalisten. Das ganze Gebiet ist nur noch grün. Unglaublich, wow. Plus 2 Millionen pro Woche oder Monat an Loyalisten. Bevölkerung schießt durch die Decke. Standard ist gut. Und wir haben China im BIP überholt. Oh mein Gott. Nee, wir haben Deutschland im BIP überholt, weil die am Absinken sind. Das heißt, wir sind fast Zweiter auf der Welt hinter Frankreich im BIP. Noch 4 Millionen. Dann haben wir China. Kann man ja mal Belgien so heute fragen, ne? Ob die auch so gut sind wie China. Nein. Noch fies ein bisschen. Das heißt, wir könnten es uns jetzt eigentlich erlauben. Erobern. /220 circa haben die. Wir haben 45.425. Wir haben eine Präsidentin. Okay. Haben gespeichert. Das machen wir, sollen wir das nicht machen? Oh, was denn jetzt? Hallo. Oh, hier haben wir. Betonhafenanlagen freigeschalten. Plus 4 Hafenmaximalstufe schaltet moderner Hafen frei. Beton ist stabil und günstig, sodass man mit ihm große Anleger und Piers errichten kann, an denen die wesentlich schwerere Ladung ver- und entladen lassen. Sehr schön. Produktion. Gesellschaft, mehr Gelddruck. So. Okay. Was? Stelle, wo Zwiespalt herrscht. Eine einflussreiche Fraktion der Interessengruppe Industrielle ist verdrossen darüber, dass sich die anderen Mitglieder gegenüber einem bestimmten Gesetz neutral zeigen. Sie selbst unterstützen das Gesetz und haben nun den Entschluss gefasst, eine eigene politische Fraktion zu bilden, um es zur Verabschiedung zu bringen.
Plandern Hafen. Wenn jetzt die ganzen. Okay. Automatisch Flaschenbläser. Automatisches Blasen von Glasflaschen wird es möglich, viel mehr Flaschen pro Tag herzustellen. Glashütten. Okay. So, moderner Hafen. Kolonisierung von Nordkap abgeschlossen. Unsere Kolonisierung im belgischen Nordkap ist abgeschlossen. Die ehemalige Kolonie ist jetzt ein richtiger Staat. Okay. So, Glashütten. Flandern, warte, wir können den Hafen wieder erhöhen, ne? Viermal. So. Glashütten. Und Hafen. Auch hier. Glashütten. Haben wir ja überall. Müssen wir jetzt überall machen. Hafen. Oh, die waren noch beim Frachthafen. Jetzt haben sie direkt einen modernen Hafen. Geht's richtig ab. Okay. Runter. Moderner Hafen. Haben die Glashütten? Natürlich, sogar die haben Glashütten. Hartholz brauchen wir. Okay. Das hier ist tatsächlich abgeschlossen. Nice. Noch keine Glashütten. Okay, bauen wir die jetzt. Okay. Oh, das haben wir noch nicht. Glaube ich. Okay. Oh. Import-Handelsroute. Hartholz. Perfekt. Und dann beim Markt gucken nach Exportpotenzial. Stahl, Spirituosen. Mhm. Oh, Möbel, ja, das hier. Und da. Deutscher Pol in der Inter. Haben die sich aufgeteilt? Jo. Deutschland ist jetzt da ganz im Osten und dann gibt es deutscher Proletarieraufstand. Ach ey. Also ist das auch gespalten. Aber wir haben das hier weiter alles gut im Griff. Öffentliche Schulen haben wir jetzt. Bildungszugang. Affirmisierung. Sozialhilfe. Hier noch ein bisschen, dass die Regierung auf
Regierungsverwaltung aufpushen. Wegen den Häfen, deswegen spulen wir dann besser mal vor. Ah, 12.000 Arbeitslose, uff. Wird hier nochmal richtig zugebaut alles, da auch mehr. Wallonien habe ich wieder mal wie immer vergessen. Umi haben wir entdeckt. Wo ist denn Amhara? Wir haben wahrscheinlich jetzt irgendwo. Aber hier ist wieder Arbeitslosigkeit. Öffentliche Transportmittel abgeschlossen. Brüllende Motoren. Mit der Erfindung und Einführung motorisierter Transportmittel stellt sich die Frage, ob wir uns auf öffentliche oder private Transportmittel konzentrieren sollten. Zu dem Zeitpunkt hätte jeder die Automobile gewählt. 46.000 Arbeitslose hier. Bisschen mehr, bisschen mehr. Nicht so. Opium brauchen wir, können wir importieren. Okay, wir steigen wieder langsam mit dem Geld.
Inlandsprodukt war, war jetzt gerade mal eine Zeit ganz schön am Absinken. So, wir haben jetzt keinen Aufruhr mehr. Das heißt, wir werden erst beim nächsten Victoria 3 Stream dann den Rest der Niederlande einnehmen. Ich bin jetzt nur noch so ein bisschen, ja, so 10 Minuten. Dann gehe ich offline. Mach mir Essen. Versorg Tierchen. Und leg die Füße hoch. Ich denke, dass es morgen ins Game gehen wird, ganz sicher. Aber morgen kann es sein, dass es halt WoW gibt, weil wir die Truhe aufmachen können. Wochenreset ist. Und wir werden mal sehen, was los ist. Ob wir direkt M Plus laufen oder so. Könnte ja durchaus sein. Ringern. Das hier. Militärgehälter jetzt. Ich halt nur ganz, ganz schlecht gerade die Arbeitslosen in den Griff. Sind halt echt viele. Oh, hier ist es schon wieder am Bomben. Eieiei. Ist aber richtig zur Sache. Weltweit auf Platz 9 jetzt bei der Alphabetisierung. Ne, 8. Ja, das BIP steigt jetzt auch langsam wieder. Sehr schön. Zentralplanung wird mir gleich freigeschaltet. Das sollte erstmal reichen.
gut. Okay, jetzt müssen wir halt einfach gucken, dass sich das wieder ein bisschen erholt. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt, dass der BIP jetzt eher wieder runter geht, anstatt hoch. Finde ich nicht schön. Zentralplanung. Durch den Einsatz der jüngsten Entwicklungen in der Verwaltungswissenschaft und der elektrischen Kommunikation können langfristige Pläne für weitreiche gesellschaftliche Entwicklungen von einem einzelnen Verwaltungsamt koordiniert werden. Plus 25 Besteuerungskapazität. Telefonzentralen Berichtungsverwaltung. Und Zentralen. Dafür brauchen wir, warte mal, dafür bräuchten wir erstmal Telefone, ne? Dann machen wir das so und wird ausgebaut, damit wir mehr Telefone haben. Jetzt wächst das wahrscheinlich auch erst, weil wir die auch jetzt erst brauchen. Das ist trotzdem höher. Aber ja, dann würde ich sagen, würde ich an der Stelle jetzt mal Pause machen. Dann gucken wir ab dem nächsten Mal, warum das jetzt hier wieder so ein bisschen runtergeht bei dem BIP. Alles andere sieht sehr gut aus. Wir haben die Radikalen von 4 Millionen auf 1,3 Millionen runterbekommen. Beim nächsten Mal werden wir uns den Rest der Niederlande dann holen. Wir brauchen auch ein bisschen Holz und außerdem sieht das dann auch schön aus. Nein, keine Ahnung. Ist einfach so. Das Stücken wäre dann echt noch ganz gut. Wir haben wirklich viel Holz, was wir noch holen könnten. Und dann schauen wir weiter. Das soll es dann jetzt aber erstmal gewesen sein. Wir brauchen Öl. Ölprobleme. Okay. Das werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Dienstag. Und ich sag dann mal bis wahrscheinlich morgen. Ansonsten bis übermorgen. Tschüss, tschüss.